Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Godly Gaming. Ich bin Sebastian und wir spielen heute wieder eine Runde Resident Evil. Das ist jetzt mittlerweile die vierte Folge. In der letzten Folge haben wir uns am Ende noch mit einer Schlange angelegt. Der liebe Richard, einer unserer verlorenen Teamkameraden, hat uns dabei das Leben gerettet, ist allerdings selber von der Schlange gefuttert worden. Wir haben uns nochmal fix geheilt, haben uns mit Serum ausgestattet und ja, wie in der letzten Folge versprochen, wird jetzt das Rätsel gelüftet, was es mit den Todesmasken auf sich hat. Vier von den Todesmasken sind schon eingesetzt worden und immer wenn eine dieser Masken eingesetzt wurde, da schwappte so reichlich Blut aus dem Sarg. Und jetzt wollen wir doch einfach mal schauen, was passiert, wenn man die letzte Todesmaske einsetzt. Wir rüsten uns dafür erstmal aus. Der Verlust von Richard war tragisch, aber dafür haben wir jetzt ein Kampfgewehr, was er uns, naja, mehr oder weniger freiwillig überlassen hat. Und diesem Kampfgewehr, das können wir direkt gut verwenden. Ansonsten brauchen wir definitiv noch die Todesmaske, um weiterzukommen. Die Pistole lassen wir einfach mal drin, den Leiter auch. Und ja, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen was zum Heilen mitnehmen, falls alle Stricke reißen sollten. Und ja, ich vielleicht ein wenig ungeschickt agiere. Wir befinden uns hier im Medizinraum. Müssen dementsprechend noch ein kleines Stück wieder zurück, bis wir in den Garten zum Friedhof kommen. Und da gehen wir jetzt als allererstes mal hin. Da oben schluft noch immer einer rum, aber den ignorieren wir auch weiterhin. So, dieser Gang hier sollte eigentlich schon geklärt sein. Zumindest haben wir im letzten Video die Brandgranaten an den Zombies getestet. Und ja, man sieht auch, sie liegen hier nicht mehr rum. Das bedeutet, die Taktik ist voll aufgegangen. Dann sparen wir uns nämlich einiges an Benzin, was wir sonst in den Kanistern mit uns durch die Gegend führen. Und auch dieser Gang hier sollte eigentlich soweit keine Gefahr mehr darstellen. Hier kommen wir wieder in den großen Speisesaal, wo uns der erste Zombie damals begegnet ist. Und von da aus ist es auch gar nicht mehr so weit, dass wir an unseren eigentlichen Ort kommen. Den kleinen Friedhof direkt hinterm Haus. Ich weiß gar nicht, ich glaube im ganz originalen Teil war der gar nicht da, war auch dieses Rätsel mit den Todesmasken nicht da. Das wurde nachträglich eingebaut. Aber ich finde es eigentlich ganz stimmungsvoll. So. Ich rüste mich schon mal jetzt mit dem Kampfgewehr aus. Oh ja. Also das Kampfgewehr ist nochmal ein bisschen durchschlagskräftiger als die Flinte. Und die war schon wirklich hilfreich. So. Die Masken sind alle schon eingesetzt. Die letzte Maske, die noch fehlt, ist entsprechend die hier. Und jetzt wagen wir es. Da fällt der Sarg zu Boden. Oh, hier. Oh. Oh no. Der sieht nicht gesund aus. Eins. Zwei. Zack. Wer wird denn gleich rot werden? Ja, das ist einer von den wieder auferstandenen, wiedererstarkten Zombies und entsprechend
bedeutend schneller als seine Kollegen. Ich sehe gerade, hier liegt noch mehr Gewehrmunition. Die nehmen wir natürlich mit Kusshand mit. Wundervoll. So, und was ist jetzt in dem Sarg? Da ist ein Schalter drücken. Auf jeden Fall. Da geht das Tor auf. Perfekt. So, und hier finden wir das Stein- und Metallobjekt. Genau, und das brauchen wir jetzt im weiteren Verlauf, um eine kurze Exkursion zu machen. Was heißt kurz? Die wird uns auch ein wenig auf den Beinen halten. Um einen neuen Abschnitt des Hauses zu erkunden. Wir nehmen einfach mal hier die Abkürzung. Das war der Raum mit den Krähen, wo wir das Rätsel mit den Glasfenstern gelöst haben. Und eigentlich tun die einem nichts. Die krähen da oben nur rum, nur wenn man den falschen Schalter drückt, dann werden die grantig. Und sobald ich irgendwie mal ein grünes Kraut oder so finde, nehme ich das. Die Tür hier geht, glaube ich, noch nicht auf. Die Tür ist verschlossen. Das Wappen der Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Nee, da brauchen wir nochmal einen ganz speziellen Schlüssel für. Okay. Richtig, können wir noch einmal durch von dieser Seite. Aber kann sein, dass der Türgriff jetzt gleich kaputt ist. So. Und bevor wir in den Garten gehen, möchte ich noch eine Sache abholen. Und zwar das Windwappen, was wir bekommen haben. Außerdem bei aller Liebe, aber wenn wir hier noch einmal nachladen, so viele Gewehrkugeln brauchen wir eigentlich nicht mit uns führen. Das ist ein bisschen viel. Diesmal wir jetzt 10 laden können, das ist absolut in Ordnung. 15 noch auf Halde, perfekt. Dann tauschen wir das einmal durch das grüne Kraut. So, haben dann hier das Windwappen. Gut, und dann füttern wir das erstmal. Und dann kann es an der Stelle auch schon direkt weitergehen. Ich hoffe jetzt, dass die Tür nicht kaputt ist. Wäre nicht weiter dramatisch, aber dann muss man halt einen Umweg latschen. Und da habe ich gerade nicht so Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, der Türgriff ist kaputt. Ja, das war irgendwie klar. Das kostet auch alles wieder nur wertvolle Lebenszeit und Minuten. Na gut, aber ich wurde mehrfach vorgewarnt, dass der Türgriff kaputt gehen könnte. Ich weiß gar nicht, wie oft man dadurch hin und her gehen kann. Auf alle Fälle nicht unendlich oft. Unter der Tür ist definitiv auch noch ein Kamerad, aber solange die Tür nicht aufspringt und der mich direkt besucht, unternehmen wir gegen den auf alle Fälle nichts. Ja, wir haben genug Munition. Nein, wir wollen nicht unnötig was verschwenden. Nichtsdestotrotz, wir haben ein bisschen was an Granaten. Wir haben ein bisschen was an Flintenmunition. Pistole, naja, ist okay, wird aber auch im Laufe des Spiels immer weniger wichtig werden, die Gegner werden härter und dann mit der Pistole noch drauf zu gehen, kann man machen, da muss man aber eine gute Position haben, um sich das leisten zu können. So. Gehen hier durch die Tür. Und dann geht es in den Garten. Hier waren die Hunde, die uns angefallen haben. Aber die sind weg. In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Ja, das sind dann wohl wir. Und dementsprechend geht es für uns an dieser Stelle weiter.
Wir sehen neue Gewehrmunition. Außerdem ein neues First Aid Kit. Das ist beides sehr löblich. Ist hier sonst noch was Sinnvolles? Lauter Dinge für Gärtner. Hier scheint es nichts Sinnvolles zu geben. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, nehmen wir die Munition mit. Und das First Aid Spray kann da ja erstmal bleiben. Wir haben ja noch ein bisschen was in der Truhe, haben wir gesehen. Dann ist das schon in Ordnung. So, dann wollen wir doch erstmal vielleicht hier runtergehen. Schauen, wo es da lang geht. Scheint eine Art Wegweiser zu sein. Für jede Richtung wird ein Ziel angegeben. Nord, Tal der Zerstörung, Süd, Höhle des Hasses, Ost, Gipfel des Irrsinns und West, Weg der Rache. Ah, das ist doch herrlich. So, da ist ein Schalter. Drücken. Nein. Okay, haltet euch aus dem Wald fern, in den wir quasi gerade reinlaufen. Das ist natürlich mal wieder super. Da dreht sich der nächste Hahn. Okay. Das Tor öffnet sich, wenn die Begehren des Hundes gestillt sind. Okay, hier haben wir zwei Hunde. Eine Statue mit blauen Augen, sie trägt die Inschrift Der letzte Atemzug der Zerstörung. Okay, blau ist Zerstörung. Rote Augen, der Kampfschrei der Rache. Alles klar. Blau Zerstörung, Rot Rache. Blau Zerstörung, Rot Rache, Blau Zerstörung, Rot Rache. Hätten wir beim Schild hier vorher besser aufgepasst, wüssten wir direkt, wo es lang geht. Okay. Blau Zerstörung, also ist Blau Nord. Und Rot ist dann Rache, das ist West. Nord und West. Oh, jetzt muss man das auch noch einkriegen, wa? So. Den drücken wir erstmal nicht und den anderen müssen wir dann jetzt auf Nord schalten, wenn das richtig ist. Zack. Es macht Klack, die Tür ist auf. Perfekt. So. Ja, was dieses Monster in Ketten ist. Okay, hier sind wieder Raben. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist noch eine Tür. Schon lang. Ich glaube, ich muss noch einmal kurz zurück.
einmal kurz abbiegen. So. Ja. Ach, geht weg. So. Hier kommt das eine Ding nämlich rein. Zack. Wappen eingepasst. So, Mondwappen, ja. Sternwappen, ja. Und Sonnenwappen, ja. So, die können wir jetzt prüfen. Und hinten gibt es einen Schalter. Zack, dann fahren die raus. Gut, das machen wir jetzt mit den anderen auch noch. So, drei hervorstehende Striche sind zu sehen. Und dann das Sternwappen. Das ist ein Plus. Gut. Dann versuchen wir mal, uns hier möglichst fix vorzuarbeiten. Nicht, dass die Raben gleich wieder kommen. So, 2 plus 3. Zwei vertikale Striche, ein Kreuz und drei horizontale. Könnte das eine Art Symbol sein? So, das müsste dann eigentlich bedeuten, dass das erst der hier ist. Verwenden. Dann müsste der Stern eigentlich kommen. Ja, perfekt. Und dann fehlt nur noch die Sonne. Und dann bekommen wir ta-ta-ta-ta-ta die Magnum. Oh ja. Und die Magnum ist so ziemlich die krasseste Waffe, die wir in diesem Spiel kriegen können. Hat allerdings auch nur sehr wenig Munition. Darum muss man gut damit haushalten. Zombies sind meistens One-Shot. Und auch meistens Kopfschuss. So. Jetzt müssen wir hier aber, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Vor diesem komischen Kettenmonster, vor dem wir gewarnt wurden. Ich weiß nämlich nicht, ob das hier schon rumstreunt. Ehrlich gesagt. Da noch irgendwie was rum. Sieht so aus, als wenn da was liegen könnte. Naja. Ist wohl doch nichts. So, hier ist diese mysteriöse Hütte. Ein schwaches Licht schimmert durch den Spalt. Vielleicht ist das ein Lebenszeichen. Leben hier etwa noch Leute im Wald? Versuchen wir doch mal reinzugehen. Okay. Alle Fälle brennt hier ein Feuer. Dieses Kaminholz sieht frisch aus. Könnte ja eine Spur von Lebenszeichen und Intelligenz sein. Eine Reihe von Verbänden wurden aufgehängt. Sind diese braunen Stellen Blutflecken? Oh, da hängt eine Karte. Das ist eine Karte von Innenhof. Mitnehmen? Auf alle Fälle. Okay, das scheint auch ein Speicherort zu sein. Ja, da ist eine. Ein Familienfoto. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 19. Papi erst angegriffen, Mami dann angegriffen. Innen rot und schleimig, weiß und hart. Nicht echt, Mami. Wo? Weiß nicht, Papi.
Mami wiedergefunden. Als Mami angegriffen, kein Beweg mehr. Sie schreit. Warum? Will nur bei ihr sein. 4. Mami, wo? Bin so allein. Oh Gott. Was haben die nur mit dem armen Kind gemacht? Ein primitives Bett. Darin hat wohl schon lange niemand mehr geschlafen. Hier ist auch eine Kiste. Dann sperren wir erstmal die Magnum weg. Packen einfach alle anderen Sachen mal so ein bisschen näher aneinander. So. Dieses Kampfmesser. Ich weiß echt nicht, wofür man das gebrauchen kann. So, dann haben wir hier schon mal wieder ein bisschen Ordnung geschaffen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, was meine Gesundheit angeht. Im Moment sieht doch alles sehr gesund aus, aber ich wurde einmal vom Raben erwischt. Okay, und hier liegt eine, sehr gut, eine Binde. Die wird noch wichtig werden. Aber hier geht's erstmal nicht weiter. Oha. Was war das? Oh, Monster in Ketten. Uah. Also an der kleinen müssen wir unsere Energie nicht verbrauchen. Die ist. Ich weiß gar nicht, ob man die besiegen kann. Also. Ich glaube eher nicht. Also die Aussage von Barry, dass dass man sich die Munition da sparen kann, ist, glaube ich, ziemlich korrekt. Also schnell weg hier. Uah. Das kam etwas unerwartet, wenn ich ehrlich bin. So. Ich hoffe, ich habe noch genug Dolche. Weil ehrlich gesagt, habe ich in letzter Zeit auch einige verbraten. Ja, zwei habe ich noch. Schon die Gesundheit noch mal eben ein bisschen. Dann laufen wir schnell an den Krähen vorbei. Die haben sich aber auch wieder beruhigt. So. Dann geht es erstmal durch die andere Tür. So viel zum Wald. Ja, das mit dem kleinen Mädchen, also das ist sowieso so eine abgefuckte Geschichte hier, also. Ich meine, dieses ganze Haus ist ja schon wirklich komplett durchgeknallt mit den ganzen Rätseln und allem. Aber dass die armen Kinder da noch mit reingezogen werden, das ist wirklich das Allerletzte. Gut. Ja, dann jetzt mal ab durch diese Tür hier. Schön friedlich ist es hier. Und wir hören schon Hunde. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Ja, da läuft schon der erste lang.
Okay, ich will mich eigentlich, ich will die eigentlich nicht unnötig provozieren, aber. Okay, jetzt wo es aber nur noch einer ist, nehmen wir wieder die Pistole. Ich vermisse so ein bisschen aus, ich weiß gar nicht, Resident Evil 4 oder so, die Funktion Zielen und B zum automatischen Nachladen. So. Ja, leider bin ich erwischt worden. Heißt, wir können das grüne Kraut direkt futtern. Okay. Weiß nicht, was gibt es hier sonst noch so Spannendes? Hier ist nichts. Zumindest noch nicht. Und hier ist eine Treppe nach oben. Schön. Dann gehen wir mal tiefer rein in den Garten. So. Einmal hier ums Eck. Hier sehen wir, weiß ich nicht, was das ist, ein Pool. Da ist ein quadratisches Loch. Na, da setzen wir doch mal direkt die Winde ein. So. Wasser abgelassen. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Oh ja, der Wasserfall. Aber das ist Zukunftsmusik. So. Einmal hier fix durch. Hopp, hopp. Weiter, weiter, weiter. Hier den Aufzug runter. Man macht auch nicht gerade den sichersten Anschein, also ich weiß nicht, dazu DIN-Norm konform ist. Hier sind schon wieder Krähen. Attackieren die einen oder? Ja, es sieht so aus, als wenn die einem nicht wohlgesonnen wären. Darum laufen wir hier schnell durch. Die Stromversorgung für den Aufzug ist ausgeschaltet. Irgendwo muss hier eine Stromquelle sein. Okay. Ja, lauf, lauf. Nein, 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 nein. Hilfe. Und dann schnell hier durch die Tür. Okay. Verstärkungskraut. Das sacken wir doch vielleicht auch mal ein einfach. Boah. Schlangen. Nicht so groß und ekelig wie die andere, aber bin ich kein Fan von. Und ich glaube, die können einen auch vergiften. Also es ist auch gar nicht so ungefährlich. Okay. Ja, und jetzt sind wir hier an einem ganz neuen Ort. Überall blaue Kräuter, das ist schon mal gut. Wo sind wir jetzt gelandet? Hier ist schon mal ein Speicherraum, das ist schön. Ein Elektropack zur Selbstverteidigung. Perfekt. Müssen wir noch mal ein bisschen was umsortieren. So.
laden wir doch noch einmal das Gewehr nach. So. Wir legen die Kurbel erstmal weg. Wir legen das weg, tauschen das gegen den Container hier. Hier können wir nämlich nochmal wieder auffüllen. Sie haben ihren Kanister mit Kerosin befüllt. Sehr schön. So. Aber den nehme ich erstmal nicht mit. Ich glaube, es geht auch ganz gut ohne. Beim Feuerzeug bin ich mir auch gerade gar nicht so sicher, ob wir das jetzt unbedingt direkt benötigen. Und das Ink Ribbon sacken wir ein. Wir haben es ja nicht weit. Noch dreimal speichern. Kann nicht schaden. Möglichkeit. Gut. Ich würde sagen, wir ziehen direkt weiter und gucken einfach mal, wie wir hier gelandet sind. Viele Gärtnerutensilien. Auch einfach die Dinger schon mal einsacken und in die Truhe legen, dann sind sie uns nämlich überall von Nutzen. Ein Pflanzenschutzspray scheint leer zu sein. Okay. So, aber drei Dinger im Inventar, das können wir nicht zulassen. Das nimmt zu viel Platz weg. So, ihr Lieben, das war's erstmal an dieser Stelle. Ehrlich gesagt, ich habe es beim Zocken ein bisschen übertrieben und bin zeitlich über das Ziel hinausgeschossen. Darum mache ich an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und wenn ihr dann zur nächsten Folge einschaltet, dann geht es weiter in der Residenz mit all den Geheimnissen, die sie birgt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es heißt Resident Evil mit Sebastian hier auf unserem Kanal Godly Gaming.